Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Final Fantasy. Wir wären schon längst in Altissia, wenn die Fähren wiederfahren würden. Ja. Wann geht's denn weiter? Der Hafen ist noch immer auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ja. So, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich eine Königswaffe hier gefunden. Und ich wäre beinahe dran vorbeigelaufen. Oder ich bin eigentlich dran vorbeigelaufen, aber hab gedacht, das kann's ja noch nicht sein. Da muss doch noch was gehen. An Tatsache, da war noch was. Erst mal in Sicherheit. Auf ein neues. Und jetzt, glaube ich, können wir hier dieses nette Fleckchen auf der Erde mit ruhigem Gewissen verlassen. Junge, Junge. Was für eine Aussicht. Aber hallo. Wollen wir da nicht runtergehen? Ah, nicht. Huh. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da runterfallen könnten, aber ich bin ganz ehrlich, ich will es nicht ausprobieren. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Waffe bekommen? Schauen wir mal. Noctis. So, schauen wir mal. Die ist neu. Streitkolben des Wilden. 334er. Der Streitkolben eines sanftmütigen Königs, der sich auf dem Schlachtfeld in Berserker verwandelte. Ich würde sagen, wir probieren das Ding einfach mal aus. Und weiter geht's. Und nochmal. Hui. Bam! Voll einen auf die Nuss! Ach, das ist ja eine Scheißwaffe. Erstens lahm. Und wenig Schaden macht sie auch. Das ist viel cooler mit der Waffe. Die hier ist richtig geil. Also da bin ich schon stolz auf die Waffe. Die ist wirklich genial. Die macht Schaden, die ist schnell. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir. Das nenne ich kurzen Prozess. Voll. Ja, dann ist wohl dieser wunderschöne Dungeon abgeschlossen. Kann man eigentlich hier irgendwie gerade zurück zum Eingang? Ja. Kann ja gar nicht laufen. Bin ich ehrlich. Da ist dieser Dungeon abgeschlossen. Muss ich ehrlich sagen, langweilig. Ganz ehrlich, das war der langweiligste Dungeon, in dem ich jemals gewesen war. Das ist ja unglaublich. So, zurück zum Regalia, zurück zur Stadt. Und ja, dann haben wir dieses linke Fleckchen Erde, was wir noch nicht kannten, abgeschlossen. Das würde dann wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass wir dann der Story weiter folgen und diese Gegend hier verlassen werden und wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr zurück dürfen. Also zumindest hat man das gesagt, ne? Also, dass wir eine längere Zeit nicht mehr zurück können. Pause. Kurze Verschnaufpause. Ich vermute mal, ganz einfach, dass wir ja auf eine andere Welt wahrscheinlich kommen werden. Dass wir mit dem Schiff irgendwo hinfahren. So, aber erstmal hier. Sehr schön. Perfekt. Besser geht's nicht. Und in gutem Zustand auch. Dafür kriegt ihr ein Bienchen hier. Ein Bienchen. Dankeschön. Aber EP. Ich lieb die EP, die sie rausrückt. Erdanhänger. Wie geht's? Ah, ganz passabel. So, okay, mehr hat sie nicht zu bieten. So, was hast denn du hier? Ah, Kundschaft. Schlagt euch mal schön den Bauch voll. Was gibt's denn bei... Oh ja, Ortsinfos ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh, nehmen wir hier mal sowas. Okay.
Boah, was ich für sowas jetzt gerade geben würde, ey. So. Ortsinfos. Sagen wir her. Okay, ich sag euch, was ich weiß. Nein, ein Zelt. Ein Waffen. Oh, Waffen, das können wir gleich mal gucken. Dungeon, das haben wir schon. Uninteressant. Okay. So, was hast du denn hier für... Wollt ihr euer Können beweisen? Oh, das ist aber schon staatlich von den Quests her. Nein, das ist da jetzt bei dem Berg. Ganz genial. Ne, das lassen wir mal aus. Man sieht sich. Ha. Warte mal, hier soll ein Waffenhändler sein. Das schaue ich mir jetzt mal ganz kurz an. Für jedes Problem die richtige Lösung. Eisbrand. Mhm. Hartschneider, Eisspeer, Assassinen, Dolche, Rebellion. Okay. Oh, warte mal. Nee. Man sieht sich. Nicht mal ansatzweise gut für uns. Okay. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Beziehungsweise auf die Aufgaben. Nein. Nein. Uninteressant. Kühnheit auf Rädern. Da kommen wir komischerweise eh nicht hin. Aber schaut mal, da oben rechts ist jetzt ein Fragezeichen. Seht ihr das? Wenn man da hinfährt, würden wir wahrscheinlich reingelassen werden, oder? Das wäre eigentlich schon interessant, das mal zu machen. Fahren wir hier zu dem Palaret-Pass und dann das Stück weiter. Was haben wir noch? Ja, das sind alles so Quests, die wir ein bisschen ausgelassen haben. Bisschen Schwefel, das geben wir dann nachher ab. Genau, da könnten wir dann den Stein auch noch holen. Ein Ausbruch. Ah, das Foto haben wir gemacht. Metzgerträume. Das ist da. Das können wir eigentlich auch noch machen. So ein paar Grundsachen würde ich gern doch noch machen. Bevor wir hier jetzt abhauen. Also wir können jetzt hier, warte mal. Das machen wir dann nachher, das auch. Das ist ein Stein und Fels, das bleibt aus. Metzgerträume machen wir mal schnell, das ist dann sowieso schon da hinten in der Ecke. Und dann fahren wir da hoch nach Norden an dieses Fragezeichen. Weil wir waren da schon mal, nur weiter im Westen. Und da sind wir nicht durchgekommen, weil da ein Tor ist, das war zu. Jetzt ist aber weiter oben rechts ein Fragezeichen, das ist mir noch nicht aufgefallen. Deshalb, ich glaube, dass da eine Quest gibt, die uns das ermöglicht, da reinzugehen. Muss ja so sein, weil die Quest, die da ist, die ist 28 oder sowas, und wir sind jetzt bald 45, die ist eigentlich schon lange fällig. Und das ist der Turbolader für unser jetziges Fahrzeug. Und ja, ganz ehrlich, ich mag zwar jetzt nicht unbedingt Turbolader, aber die macht unser Fahrzeug ein bisschen schneller. Und das, ja, das hätte ich schon gern. Also da würde ich nicht Nein dagegen sagen. Deswegen machen wir das jetzt noch schnell. Und was noch so auf dem Weg liegt, machen wir auch noch mit. Und dann verschwinden wir von hier. Und ich bin schon so unglaublich gespannt, was die nächste Karte zu bieten hat. Da bin ich schon mega gespannt. Aber lasst uns überraschen. Ich habe auch noch nicht geguckt. Ich lasse mich nicht spoilern. Schauen wir mal. So. Wer will was essen? Niemand. Willkommen im Krähennest. Alles klar bei euch? Ja, ich weiß, ich bin eigentlich... Man sieht sich. Wegen der Quest hier. Ach so, ein... Willkommen. Ach so. Ein Häppchen gefällig? Okay, lass das sein. Hey, das geht... Hat er ja gar nicht. Man sieht sich.
Willkommen im Krähennest. Alles klar bei euch? Na, seid ihr in Kampflaune? Man sieht sich. Mich doch etwas verwirrt mit dieser Quest, muss ich sagen. Tarka benötigt nur eine erneute Zutat. Doch dieses Mal ist die Beute eine Nummer größer als sonst. Mutig wie sie sind, willigen Noctis und seine Freunde einen riesigen Kartbelbus in Astromor. Ach so. Weiß doch mal, das ist. Ach so. Das ist irgendein Viech. Ist Kalm bekannt? Naja, gut. So, dann schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann finden. Da, das ist der Parkplatz, wo wir jetzt hinwollen. Und den Rest fahren wir dann so hoch. Hab ich noch nie von gehört. Also der braucht irgend so ein komisches Viech. Also so ein... Ja, was wird denn das sein? Katultasus irgendwas. Katze? Cat. Oder es sind diese riesigen, fetten Mammutviecher da. Haben wir da schon länger keinen mehr geplättet, oder? Das kann sogar sein. Lasst nichts liegen. Okay, Abmarsch. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Vertraut und vergänglich ist der Duft frischen Regens. Ja, ich mag ihn auch. Was ist das für Viecher? Arapras. Lächeln. Ouch. So, also komisch ist diese Kätzchen hier. Weg mit dir! Ein super Trank. Was die aushalten? Also Bomber. Ja.
Komm mal, Blatt jetzt. Wow! Meine Güte! Zum Glück ist das vorbei. So. Muss ich leider manuell fahren. Gehen wir. So, los geht's. Das war mein Kampf, Leute. Der hat gedauert. So, weit ist es ja nicht mehr bis zur Blockade, wo wir nicht mehr weiter dürfen wahrscheinlich, aber wo es ein Fragezeichen gibt und wo wir vielleicht eine Quest kriegen, um da dann doch durchzukommen irgendwie. Eins weiß ich. Wir steigen besser nicht aus. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe ein mieses Gefühl. Hey, willst du mich verarschen? Nockt. Willst du wirklich noch fahren? Ja. Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Soll denn das? Was soll ich denn nicht mal so Luschen hier aufhalten? Augen auf! War keine Absicht! Au! Schaut. Klingt, als würde es dir blenden gehen. Das war doch kein Gegner. Was ist mit unserem Auto los? Jetzt leg ich los. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ich wollte ausweichen. War aber zu langsam. So, da geht er schon schlafen. Seht ihr? Können wir weiterfahren. Och nö! Jetzt noch mal hier mal irgendwann Schluss, ja? Okay. Achtung, der explodiert gleich was. Ja.
So, können wir jetzt fahren? Das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Zurück wohin? Ins Hotel. Träum weiter. Hey, jetzt reicht's mir aber hier. Bin ich gleich aggressiv. Aus meinen Augen. Au. Ich hab den Kleinen! Oh. Was ist eine Verschwendung? Du hast es drauf. Aber hallo! Ja, das wieder. Knockt. Na, jetzt. Jetzt sagt er wieder, knockt. Ich höre Magitech. Ja, wunderbar, dann hören sie dir an. Mei, was ist das für eine blöde Scheiße hier? Liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Das gibt's ja nicht. Ich wollte eigentlich schon längst da sein. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Alle 5 Meter kommt da irgend so ein komisches Viech. So. Also Leute, bis zur nächsten Folge.